Als Leuchtturmprojekt wurde es bezeichnet, das Projekt Flusspark Neckaraue Tübingen. Mit dem Bauvorhaben wollen Stadt- und Regierungspräsidium die Gewässerstruktur des Neckars verbessern und den Schutz vor Hochwasser verstärken. Wenn die Arbeiten fertig sind, soll außerdem neuer Lebensraum für Tiere und Pflanzen geschaffen werden. Diese und weitere Infos gab es am Mittwochabend bei einem öffentlichen Rundgang über den Baubereich. Auf insgesamt 6 Stationen gab es für die Interessierten theoretische und praktische Einblicke in das Bauvorhaben, das bis Ende des Jahres fertig sein soll.